Wir sind heute 16.30 Uhr circa von der Kampfmittelräumfirma angerufen worden, dass man hier ein Kampfmittel gefunden hat. Nach näherer Begutachtung hat man festgestellt, dass es sich um eine Splitterbombe amerikanischen Fabrikats handelt, mit einem Eigengewicht von ca. 130 Kilo. Man hat festgestellt, dass sie noch bezündet ist mit Kopf- und Heckzünder, und dementsprechend mussten wir eine Evakuierung einleiten und haben jetzt vor einer halben, dreiviertel Stunde die Entschärfung erfolgreich hinter uns gebracht. Wie lange haben Sie an der Bombe gearbeitet? Wie lange ging das? Ja, ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, aber circa anderthalb bis zwei Stunden waren es schon. Also schon eine lange Zeit dafür, oder? Eigentlich schon, ja. Also wir haben sehr große Probleme mit dem Kopfzünder gehabt, aber wir waren jetzt zu dritt und haben das dann erfolgreich bewältigt. Also. Er saß sehr fest, weil er gestaucht war. Man muss sich halt vorstellen, dass diese Bomben jetzt seit 70 Jahren im Erdreich liegen und dadurch nicht unbedingt handhabungssicherer und besser zu bearbeiten sind. Und von daher werden diese Probleme halt auch in den nächsten Jahren immer häufiger auftreten, dass diese Entschärfungen immer länger gehen. Und dadurch, dass das Material langsam ermüdet, wird es halt auch für uns immer gefährlicher. Also man weiß nie, ob man da lebend rauskommt. Ja, aber dafür gibt es uns. Wir sind auf etwaige Gefahrensituationen ausgebildet. Wir wissen aber auch, dass es immer noch ein gewisses Restrisiko gibt, was man trotz guter Ausbildung nicht beeinflussen kann. Aber das haben wir zwar täglich im Hinterkopf, aber bei den Entschärfungen dann nicht, weil das ist dann eigentlich nicht der richtige Begleiter dann dafür. Die Angst, ne? Genau. Wie viele Einsätze haben Sie? Also gerade hier jetzt im Bereich Böbling in Stuttgart. Na gut, die letzte Woche hatten wir zwei in Sindelfingen. Ja. Und es waren jetzt, sage ich mal, dieses Jahr die ersten drei Entschärfungen. Also okay. Es ist eigentlich ein relativ ruhiges Bombenjahr noch. Noch. Ja, noch.